So, und hier kam gerade ein schriftlicher Befehl rein vom Fahrdienstleiter. Herzlich willkommen zur neunten Folge von Susi 3 zusammen mit Tobi. Hey! So, wie man unschwer erkennen kann, sind heute unterwegs auf einer nicht elektrifizierten, eingleisigen Nebenbahnstrecke. Mit einem, ich zeig's auch von außen, eine Baureihe 650 in Regio-Shuttle der Hohenzollerischen Landesbahnen. Wir fahren heute auf dem sogenannten Ringzug der Linie RB43. Die kommt sieht ein bisschen aus wie irgendeine alte U-Bahn. Ja, das kommt aus dem Jahr um 2000 rum, sind die gebaut worden damals. Diese Triebwagen. Unser Zug kommt eigentlich aus Bräunlingen. Jetzt stehen wir hier am Halt. Bedarfshalt Geisingenhausen, wo wir von unserem Kollegen übernommen haben, weil man kennt das, Lokführerwechsel immer an den Bedarfshalt. Fahren dann nach Blumberg-Zollhaus, unsere Endstation, und dann wieder zurück in Richtung Bräunlingen, aber nur bis Geisingenhausen. So, genug geredet, ihr hört's, die Türen gehen schon zu. Kann ich auch direkt einmal den Türwahlschalter auf zustellen. Den Rufverplan tue ich mal hier auf meinen zweiten Bildschirm rüber, dass der euch nicht im Blickfeld ist, habe ich in der letzten Folge schon mal erzählt. Und dann würde ich sagen, starten wir einmal rein. Machen wir los. Unser erster Halt, Geisingenkirchen, ist bei 58 Alt. Wir haben 80 km/h. Nächster Halt, Geisingenkirchen. Dieser Zug hält nur bei Bedarf. Fahrgäste mit Halterwunsch, drücken bitte die Halterwunsch-Tasten im Türbereich. Wie ihr gehört habt, kam jetzt gerade eben schon die Ansage, weil es war nicht mal ein Kilometer bis zu dem nächsten Halt. Da vorne ist er auch schon, da an dieser Brücke. Deswegen brauche ich gar nicht mal so viel Gas geben. Und ihr habt es gehört, ist ein Bedarfshalt. Also in der Theorie würde ich jetzt hier runterbremsen, schauen, hat jemand Halterwunsch-Taste gedrückt oder nicht? Wie Leute am Bahnsteig oder nicht? Und wenn niemand gedrückt hat und niemand stehen würde, würde ich sogar durchfahren. Da steht sicherlich auch niemand. Aber da Susi Bedarfshalte noch nicht kennt, müssten wir hier trotzdem anhalten, sonst zählt es als verpasster Fahrplan halt. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir halten einfach an. Susi kennt das noch nicht. Ja, Susi kennt leider keine Bedarfshalte. Aber auf unserer Strecke sind fast alle Haltebedarfshalte. Ich mache nochmal kurz den Buchfahrplan rein. Und dann seht ihr hier bei Geisingenkirchen ein X stehen, genauso auch bei Blumberg-Riedöschingen. Mittlerweile ist auch Geisingen-Aulfingen ein Bedarfshalt. Das heißt, dort würde es überall gelten. Und die einzigen richtigen Halte, wo wir auf jeden Fall halten müssen, wären nur Geisingen-Leipferdingen und Blumberg-Zollhaus. Warum das hier nicht als Bedarfshalt ist, Geisingen-Aulfingen, einfach daran, dass der Fahrplan hier im Spiel 2012 ist und mittlerweile der halt einfach auch zum Bedarfshalt degradiert wurde. So, 42 ist die Abfahrt, wir müssen also perfekt pünktlich so hoch auf die 80 und dann bei 56,5 haben wir Geisingen-Aulfingen. So, ihr seht es auch vielleicht, hier mangelt es ein bisschen an Hektometertafeln, die sind hier nur um 500 Meter Abstand aufgestellt, was mich ein bisschen ankotzt. Weil ich dadurch einfach die Entfernung schlechter abschätzen kann. Also mit 200 Meter Abstände, wenn man es in der Regel vorfindet, deutlich lieber. So. Wir sind, für die, die nicht wissen, wo wir unterwegs sind, wir sind heute im Schwabenland unterwegs, in der Schwäbischen Alb. Ganz im Süden von Deutschland, an der Grenze zur Schweiz. Auf der sogenannten Säuschwänzelbahn. Wenn ich im weiteren Verlauf hinter Blumberg-Zollhaus, wo kein regelmäßiger Verkehr mehr stattfindet tatsächlich, dort, wenn man sich das auf Google Maps oder auf jedem anderen Kartendienst anschaut, dann sieht man, dass die da wie so ein Ringelschwänzchen von so einem Schweinchen aussieht, die Bahnstrecke. Deswegen ist ja vielleicht einblenden, wenn man das hier auch sieht. Nächster Halt. Ja, das können wir doch mal so OpenStreetMaps-Bild einblenden. So, dieser 1 Kilometer Zug haben wir noch. Nur bei Bedarf. Fahrgäste mit Halterwunsch, drücken bitte die Halterwunsch-Tasten im Türbereich. Ich würde sagen, so
500 Meter vorher abbremsen. Dann haben wir hier vorne die Tafel. Also hier schon einmal abbremsen. So einen halben Kilometer hier hinter der Kurve dann zum Stehen auch schon kommen. Übrigens, ihr hört es wieder, die selbst eingesprochenen Ansagen. Und diesmal klingt die Stimme nicht so stark nach mir. Das könnte daran liegen, dass ich die Ansage noch nicht eingesprochen habe. Deswegen Grüße gehen raus an eine Freundin von mir, die anonym bleiben möchte, die dankenswerterweise diese Ansagen eingesprochen hat. Natürlich passend zum realen Vorbild. Ja. Also ich habe immer versucht, mir die Leute aus meinem Umfeld zu nehmen, die möglichst wie die Originalstimme klingen. So, hier steht sogar jemand, das heißt, hier hätten wir so oder so anhalten müssen. Auch wenn es nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis hier in dem Bedarfshalt wäre. Aber Haltewünsche sehen wir hier aber auch nicht, weil kennt Susi nicht, deswegen sehen wir auch nicht, wenn jemand die Haltewunschtaste drückt. Aber hier wäre das gelbe Haltewunschlichtchen. Und wenn es in dem leuchten würde, dann hätte jemand das gedrückt. So, wir haben eine Minute Verspätung. Wie ist das passiert? 44 wäre hier eigentlich Abfahrt gewesen. Na, darfst du losfahren. Jetzt fährt er los. So, Bahnwagen ist gesichert. Das läuft doch hervorragend hier. Und Tobi, was sagst du zu dieser kleinen idyllischen Bahnstrecke? Die Grafik ist sehr wenig ausgestattet. Ja, es ist halt also selbst für Susi. Aber ich glaube, es liegt doch daran, dass allgemein hier nicht so viel los ist, außer links und rechts ein paar Wiesen in der Realität. Das stimmt. Oder was meinst du, was fehlt dir? Was du meinst, das ist selbst für Susi ein bisschen zu wenig ausgestaltet. Die haben halt alle irgendwie so die gleiche Farbe. Ist klar, man sieht so ein bisschen Struktur, aber irgendwie sehr eintönig. Die so. Flächen. Aber gut, was weiß ich schon, ne? 54,3 ist der nächste Halt und ich sollte vielleicht nicht zu schnell fahren. 54,3. Aufpassen. So, was sagt der Kilometer? Darf ich hier 55,5 bis 54,3 habe ich also noch ein bisschen mehr als einen Kilometer Zeit. Also alles noch ganz entspannt. Nächster Halt: Geisingen, Leipferdingen. Ich muss sagen, ist eigentlich recht idyllisch hier. Ja, es ist halt mal nicht so eine hochmoderne Zugstrecke, wo es darum geht, möglichst viele Passagiere zu transportieren, sondern es ist mehr so eine kleine Nebenbahn. Ich meine, es ist ja auch nur eingleisig, ne? No. Das übrigens, falls sich jemand wundert bei der Auswahl der Szenarien, falls er selber auch Susi besitzt, da kann man nur. Das sieht aus, als ob nur Take am Tag 4 Züge hier langfahren würden, das ist aber falsch. Ich habe mir mal den Originalfahrplan für diesen Fahrplan ja angeschaut, für diese Regionalbahnlinie. Und hier auf diesem Streckenabschnitt fahren montags bis freitags stündlich Züge mit, glaube ich, 2 Taktlücken. Aber auch nur in der Zeit von, glaube ich, 9 bis 19 Uhr oder irgendwie sowas. Also, ja, das sind jetzt auch nicht die attraktivsten Zeiten. Ne? Also, wer früh zur Arbeit muss oder so, der ist natürlich ein bisschen aufgeschmissen, wenn er hier den Zug nutzen möchte. Aber ansonsten fahren die ja schon stündlich. So, wir haben 47. Jetzt sind wir wieder pünktlich. Wir sollten auch 47 sein. Also, alles in Ordnung. Obwohl, naja, es ist eigentlich schon 48. Aha. Wir haben nicht ganz eine Minute Verspätung. Das Einzige, was ein bisschen unrealistisch in dem Fahrplan hier ist. Na, du sollst doch losfahren, Zug. Das Einzige Unrealistische ist. Startschwierigkeiten. Wir sollen im Blumenberg-Zollhaus kommen wir 56 an und sollen 58 wieder abfahren. Das heißt, um 2 Minuten Wendezeit. In der Realität beträgt so die Standardwendezeit so 5 bis 6 Minuten. Wobei ich glaube, die Lokführer sich über 6 Minuten mehr freuen als 5 Minuten bei der Wendezeit. Deswegen also halt eben, um den einen Führerschein abzurüsten und auf der anderen Seite rüber zu laufen. Ne? Deswegen 2 Minuten ist unrealistisch. Und im realen Fahrplan habe ich nachgeschaut, sind es auch mehr als nur 2 Minuten Wendezeit. Nächster Halt ist dann bei 50,4. Da muss jetzt mal ein bisschen mehr Fahrzeit.
Was machen Sie denn eigentlich so gerade? Ich mache Kilometer in Bausimulator. Da gibt es nämlich ein Steam Achievement für, ich glaube, 100, 500 und 1000 Kilometer, die man gefahren ist. Und mit Baumaschinen macht man zwar ordentlich Strecke, so insgesamt, wenn man halt so hin und her fährt. Aber das will ich jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Deshalb fahre ich jetzt gerade hier mit dem orangenen Flitzer die Autobahn entlang. Die ist leider ja auch nicht ganz ein Kreis, sondern da so eine Baustelle dazwischen. Das heißt, die ist unterbrochen. Und ja, aber ansonsten mache ich, von der einen Ende zum anderen Ende fahren sind, glaube ich, ungefähr 10 Kilometer. Das ist schon immerhin was, ne? Du musst doch wissen, es gibt so Menschen, die spielen für Spaß und dann gibt es Menschen, die spielen für Achievements, diese Spiele. Ich spiele nicht nur für Achievements. Ja. Ich hab's mir schon verkniffen, nicht alle Sammelobjekte einfach zu suchen, indem ich mir einfach irgendwo ein Video angucke. In den USA mache ich das dann wahrscheinlich, aber in der Europa-Karte noch nicht. Wenn ihr übrigens beim Bausimulator vorbeischauen wollt, haben wir noch ein wunderbares YouTube-Projekt, dann klickt jetzt oben auf das i. Da ist Bausimulator verlinkt. Wenn ich es nicht vergessen habe, oben jetzt ja. Das i. Sehr gut, Sifa. Muss ja nicht schon wieder hier aus Blink kommen. Schlimm, diese Zugtechnik hier. So, aber oh, schön ist, die Strecke ist relativ eben, dass ich den Zug relativ gut rollen lasse und bleiben konstant bei unseren 80 km/h. Nächster Halt, Blumenberg, die Döschingen. Dieser Zug hält nur bei Bedarf. Fahrgäste mit Haltewunsch, drücken bitte die Haltewunsch. Hast du gerade angehalten? Stimme war weg. Eine Ansage kam. Nee, aber das Bild hat auch angehalten. Also du warst komplett weg. Achso, ja, dann Internet halt. Denn wir sind schon gleich in Blumenberg-Redöschingen. Bei Kilometer 54. Ich fange schon mal an zu bremsen hier. Und hier müssen die Fahrgäste auch mal aufpassen auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante bzw. auf den Schritt, weil hier haben wir keinen barrierefreien 55 cm Bahnsteig, sondern noch so einen guten alten 36, 38 cm Bahnsteig. So, hier steht zwar auch keiner, aber da ich nicht weiß, ob jemand aussteigen möchte oder nicht, hält man natürlich an. Kurz fest, dass ich heute bisher überall gut gehalten habe. Willst du gerne festhalten? Das kann ich mir hier auf den Zettel schreiben, wenn du willst. Den unterschreibe ich dann und dann kannst du ihn dir an die Wand hängen. Toll, freue ich mich drauf. Aber ich würde sagen, da warten wir noch mal, bis die Folge vorbei ist. Und sie sieht doch mal, wie das Ding von der Seite aussieht. Ist ganz schön genug, ja, das Design. 1:1 wie U-Bahn. Das ist 1:1 aus wie die U6 hier, was wir im Oma gespielt haben mit Jelly Beans aus dem KDW oder so. Nee, die Berliner U-Bahn sehen noch ein bisschen anders aus. Das Besondere ist an gelb, diesen, aber... Ja, na, aber auch vom Äußeren her. Ja, aber diese... Achso, man sollte die Türen auch zumachen, wenn man losfahren möchte. Ich frage mich ganz, warum ich nicht losfahre. So, 1 Minute Verspätung haben wir, 51 sollten wir eigentlich abfahren. Jetzt habe ich gerade noch ein paar Sekunden ab drauf gehen lassen, weil ich vergessen habe, die Tür zuzumachen. Deswegen, ja. Nee, aber das Besondere an diesem Zug ist auch, ich mag den eigentlich auch ganz gerne, diese trapezförmigen Fenster. Die sind ganz speziell, Zug ist auch ganz markant. Und natürlich ist es wirklich nur so ganz, ganz kleiner. Also ich glaube, in der Größenkategorie gibt es nur diesen ganz, ganz kleinen Lind 27, heißt der, glaube ich. Die werden aber auch schon nicht mehr hergestellt. Also so kleine Dieseltriebwagen werden eigentlich auch gar nicht mehr hergestellt. Oder allgemein so kleine Züge. Mittlerweile ist eigentlich der Standard kleine Züge, so zweiteilige Züge. Aber dennoch, wie auch hier zum Beispiel, fahren diese Züge doch noch an einigen Orten in Deutschland auch in Einzeltraktionen herum. Also wenn ich zum Beispiel zu uns nach Sachsen gehe, dann weiß ich, dass die Regionalbahn 64 von Görlitz nach Hoyerswerda zweistündlich mit so einem Dieseltriebwagen hier in Schuckert. So, unser nächster ist auch schon Blumenberg-Zollhaus, die Endstation bei 46.1. Blumenberg-Zollhaus ist auch ein ganz, ganz spezieller Bahnhof, was wir dann gleich bei der Ausfahrt nämlich merken, zusätzlich auch gleich schon bei der Einfahrt eigentlich, sollten wir es auch schon merken. Der hat
hat so signaltechnisch ganz, ganz spezielle Sachen an sich. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So, auch schön hier, alle Bahnübergänge sind hier mit Signalen gemacht. So, das ist auch schön, ich muss nicht irgendwie hupen oder pfeifen. Apropos pfeifen, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie bei meinen Großeltern gibt es auch noch so eine eingleisige Strecke, wo ab und zu eine Dampflok lang gefahren ist. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob die noch aktiv ist. Aber ja, müsste. Wobei, nee. Ich glaube, als sie ganz klein war, da ist sie noch gefahren, aber mittlerweile ist sie, glaube ich, zu. Aber gefährliches Halbwissen, aber ja. Weißt du, in welcher Region es ungefähr? Also, in welcher Region es ungefähr ist? Ich muss jetzt keine konkreten Ortsnamen hier nennen, aber. Habe ich doch schon. Freiberg. Ach, Freiberg. Das müsste irgendwo in so eine verwilderte Strecke mittlerweile sein, glaube ich. Also es gibt die normale Strecke, und es gibt die Hauptbahn, Dresden-Chemnitz-Zwickau. Ist, glaube ich, sogar zweigleisig. Genau, es ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn. Aber ein Stück dahinter, also noch ein Stück südlich oder so, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich habe da keine Orientierung von der Himmelsrichtung her. Es gibt von Freiberg aus noch die Bahnstrecke nach Holzhau. Dort fährt noch eine Regionalbahn, stündlich. Auch mit solchen Dieseltriebwagen wie hier übrigens? Ja, ich nicht. Ich glaube, das ist irgendeine eingleisige Schmalspur. Alt. Also wirklich alt. Ich bin mir aber nicht sicher mit dem Schmalspur. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Ich guck mal auf Google. Ja. So, was wir jetzt hier gesehen haben, ist, wir hatten kein Einfahrsignal, wir hatten ja eine Trapeztafel. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher hätte stehen bleiben müssen oder nicht. Auf jeden Fall hatte ich auch nur eine Vorsignaltafel ohne ein Vorsignal hier. Die Einfahrt hier erfolgt auf Trapeztafel mit 30 km/h. Und die Ausfahrt, das kann ich jetzt schon mal spoilern, die erfolgt dann auf schriftlichen Befehl, weil es gibt auch keine Ausfahrsignale hier. In Richtung. Hat jemand einfach keine Signale? Hat jemand keinen Bock, Signale zu bauen? Ne, hier drüben in die Gegenrichtung gibt es Signale, alte Formsignale, aber in diese Richtung hier nicht, weil. Die Bahnstrecke wurde halt eben vom Beginn in Immendingen, dann über Geising, wo wir jetzt gefahren sind, bis hier nach Blumberg-Zollhaus erneuert und dahinter, also modernisiert, und dahinter fahren keine regelmäßigen Züge mehr. Und da hat man die Technik erneuert, dass sie sogar nicht mal PZB installiert. Deswegen, und bei der Modernisierung damals hat man hier wahrscheinlich in Blumberg-Zollhaus nur so ein bisschen so das modernisiert, was nötig ist. Zum Beispiel hier ist auch nur dieser Kopfbahn. Hier ist angehoben auf 15 Meter die anderen beiden Bahnsteige in den durchgehenden Gleisen, wo hier diese alten Reichsbahnwaggons stehen. Die sind zum Beispiel nicht von der Höhe her angehoben. Und da drüben sind auch noch die alten Formsignale. Jetzt haben wir uns gerade mal kurz gedreht. Aber es sind auch noch die alten Formsignale, die auch ohne PZB sind. Und hier hat man einfach wahrscheinlich keine neue Signaltechnik aus was für Gründen auch immer aufgestellt. So, und hier kam gerade ein schriftlicher Befehl rein vom Fahrdienstleiter. Den muss natürlich einmal ganz in Ruhe durchlesen. So, Zug 88041, das sind wir. Standort Kilometer 46,1, das sind wir gerade, im Blumberg-Zollhaus. So, Befehl 3. Sie dürfen im Bahnhof Blumberg-Zollhaus ohne Ausfahrsignal ausfahren. Gut, wir haben unseren Ausfahrbefehl erhalten. Planmäßige Abfahrt ist 58, das haben wir jetzt auch. Also Türen schließen und los geht's. Ich glaube, ich habe die Strecke gefunden. Wenn wir aber nicht sehen, ich guck gerade. Na komm, ansonsten, wenn wir dann nächstes Mal nach der Folge diskutieren, ob du was fährt, dann kann ich jedenfalls auch was einblenden, dann einen Text kurz zu dem, was wir jetzt hier gerade erzählt haben, ob auf der Bahnstrecke wirklich was fährt, welche Bahnstrecke du meintest. So, und hier die gesamte Bahnstrecke, das kann ich auch nochmal spoilern, wir müssen uns auch nochmal genauer ansehen, und zwar
gibt es nämlich auch noch einen fiktiven Fahrplan für diese Strecke, den ich eigentlich ganz nett finde, wo jemand hier sich ein Fahrplankonzept überlegt hat für die Bedienung der Gesamtstrecke von Immendingen bis Weizen und darüber hinaus auch nur bis Weizen ist die Strecke hier dargestellt im Stundentakt und zwischen Blumenberg-Zollhaus und Weizen fahren dann sogar Halbstundentakt angenähert. Was ich natürlich ein bisschen übertrieben finde. Also ja klar, ein durchgängiger Stundentakt auf der Strecke ist cool, aber Halbstundentakt, glaube, das ist im Sinne von niemandem so wirklich. Aber trotzdem, hier gibt es dann einen schönen Plan, den werden wir uns dann auch mal ansehen und dann einmal die Gesamtstrecke hier noch abfahren. Und dann werden wir nochmal uns die restlichen Streckenabschnitte ansehen, was auch eine Herausforderung wird, weil dort nur 50 km/h erlaubt sind und keine PZB-Ausrüstung ist, sowie allgemein die signaltechnische Ausrüstung sehr, sehr dürftig ist. Ich sag mal so, Vorsignale? Wer braucht Vorsignale? Deswegen wird es da sehr spannend auf der Strecke zu fahren, weil wir da auch langsam ein paar Stellen mit 10 km/h und sowas teilweise sind. Deswegen, da muss man doch gut aufpassen, immer wieder überall pfeifen und Tunnel, vor dem man auch pfeifen muss und sowas. Also, das ist auch nochmal ein Abenteuer. Deswegen, so. 50-4 ist unser Halt in Blumenberg-Riedöschingen. Übrigens, falls ich hier irgendwelche Ortsnamen falsch ausspreche und die auch in den Ansagen mit einem falsch ausgesprochen sind, ich habe hier keine Originalansagen gefunden von der Hohenzollerischen Landesbahn, weswegen ich mir dann die Ansagen von anderen Bahnstrecken nehmen musste, auf denen auch die Hohenzollerische Landesbahn fährt, um eben die Ansagenstimme nachzuahmen. Deswegen, sollte hier irgendwas falsch sein, korrigiert es gerne in den Kommentaren. Ich konnte es jedoch leider nicht verifizieren, weil sonst nehme ich immer Originalansagen von der Bahnstrecke zum Vorbild, aber die gab es in diesem Fall hier einfach nicht. Genau, soweit der Vorredner dazu. So, 50-4, wo sind wir eigentlich gerade? Das ist immer das Problem, wenn ich mich frage, wo sind wir eigentlich gerade, und ich keine Hektometertafel sehe, weil die alle 500 Meter noch kommen. Schlimm hier. Kann durchaus mal passieren, dass man 500 Meter zu spät ist. So, 49,0. Gott, ich habe noch 1,4 Kilometer. Das wollte ich doch noch wissen. Da ist ja noch ein bisschen rollen hier. Quer hier durch die Schwäbische Alb. Nächster Halt: Blumenberg, Riedöschingen. Dieser Zug hält nur bei Bedarf. Fahrgäste mit Halterwunsch, drücken bitte die Halterwunsch-Tasten im Türbereich. Schwäbische Alb ist ja jetzt auch im Bahntechnik-Ding so wieder in aller Munde aufgrund der Eröffnung der Schnellfahrstrecke zwischen Wendling und Ulm. Als erstes Teilstück von Stuttgart 21 im gesamten Bahnprojekt da ringsherum, wo ja auch der neue Stuttgarter Hauptbahnhof, von dem man halten kann, was man möchte, dazu zählt, sowie die ganzen Zufahrtstunnel und der neue Flughafenbahnhof in Stuttgart. Und so wie ich das auf OpenStreetMaps gesehen habe, soll die Schnellfahrstrecke von Wendling ja auch noch bis zum Stuttgarter Flughafen verlängert werden dann. Deswegen. So, hier steht schon wieder niemand. Aber vielleicht will ja jemand aussteigen, der von Zollhaus bis hierher gefahren ist. Wissen wir nicht. Das könnte ein bisschen. Naja, es geht noch. Ach, ich hätte ein bisschen eher schon halten können. Ach komm, das geht noch. Ja. Du siehst das Signal. Ich hab halt am vordersten Teil vom Bahnsteig hier gehalten. Und aber stimmt, solange ich das Signal noch sehe hier. Außerdem, ich sehe auch, dass der Bahnübergang ordnungsgemäß gesichert ist, deswegen ist das Signal nochmal nett, dass ich es auch sehe. So, auf die Minute genau pünktlich. 10.03 Uhr ist die Abfahrt. Wir schon, die Türen gehen zu. Die können wir noch verriegeln. Und zack, können wir auch weiterfahren. So, 54.3 ist der nächste Halt. So, langsam zur Routine. Und auch schon das zweite Mal jetzt hier die Strecke entlang. Wir wollen jetzt in die Gegenrichtung. Dann können wir Geißelhausen dann wieder dem Kollegen bis Bräuningen übergeben. Dann einmal quer durch den Rest von Baden-Württemberg zu Süden von Baden-Württemberg. Ganz Baden-Württemberg ist dann doch ein bisschen zu groß für diese kleine Regionalbahn.
2021, was ich gerade angesprochen hatte, bin ich auch noch sehr, sehr gespannt, was das werden wird. Ich habe es vor ein paar Tagen auf OpenStreetMap da angesehen, wie das mit den ganzen Einbindungen der Strecken sein wird. Bin ich sehr gespannt. Auch wenn das, ich am witzigsten immer noch bin, dass das Ganze ja nicht mal ein Bahnhof ist, sondern betriebstechnisch nur eine Haltestelle. Was einfach nur ein. Es besteht aus mehreren Haltepunkten, mehrerer Bahnstrecken, die dort sich kreuzen oder zusammenlaufen. Die kreuzen sich ja nicht mal mit Überleitstellen, die vor- und nachgelagert sind. Während ein Bahnhof, der braucht ja Haupt- und Nebengleise und Abstellmöglichkeiten mit Zügen und sowas noch. Was alles beim neuen Stuttgarter Hauptbahnhof gar nicht gegeben ist. Im Gegensatz zum alten Stuttgarter Hauptbahnhof. Wo er doch noch in ein riesiger Abstellbahnhof angegliedert ist. So. 53,3 war die Ansage. Na, haben wir noch ein bisschen. Und Ihre Meinung? Obi? Meinung zu was? Ich habe gerade das Haus meiner Großeltern gefunden. Jetzt versuche ich mal die Route, die wir immer latschen, wenn wir da hingegangen sind, nachzuverfolgen. Detektiv. Wo ist die Schiene? Oder welche Schiene ist es? Ja, ich bin auch gespannt, wie das klappen soll, einen 12-gleisigen Kopfbahnhof durch einen 8-gleisigen Durchgangsbahnhof zu ersetzen. Stuttgart 21. Genau. Ja. Aber in Hamburg-Altona soll das Negatives ja auch, drüber gehört. In Hamburg-Altona soll das gleiche auch passieren, wo man ja auch aus 8 oder 10 Kopfgleisen einen 6-gleisigen Durchgangsbahnhof machen soll. Geisingen. Wo ich auch frage, warum Kopfbahnhöfe entfernen und durch Durchgangsbahnhöfe setzen, wenn heute eh die meisten Züge, also zumindest in Altona, enden sollen weiterhin. Weil Altona ist ja eigentlich nur so ein Start- und Endbahnhof. Guck mal, schon an Hauptbahnhof gibt es noch halbwegs Sinn, weil da auch ICEs durchfahren. Wo sie auch noch bremsen. Ich finde irgendwie Kopfbahnhöfe, die haben so. Müssen Zugern wenden immer. Naja, wenn dort die Züge Endstation nur machen, wie in Hamburg-Altona, es gibt kaum Züge. Ja, aber dann brauchst du ja auf beiden Seiten eine Möglichkeit zu fahren. Also. Oder du koppelst halt extra nach oben. Naja. Ja. Es ist halt einfach. Du hast dann den Kopfbahnhof, der mitten im Zentrum von Altona liegt, zum Beispiel, wo alle Züge enden. Und wenn nur vereinzelt Züge reinfahren und danach wieder rausfahren, um weiterzufahren. Sondern die meisten, die fahren da rein, wenden und fahren dann in die Gegenrichtung wieder zurück. Und bei Stuttgart kann ich es immer noch verstehen, dass man da sich überlegt, Kopfbahnhof wäre ganz sinnvoll, weil die ganzen ICEs und so, die dort sind, die fahren halt eben ja alle durch. Und die müssen immer, die fahren immer rein und wieder raus. Aber andererseits läuft Stuttgart Hauptbahnhof auch eigentlich ganz gut. Deswegen, aber ja. Mal schauen, was das wird. Wo man jetzt schwer vorstellen kann, wie 8 Durchgangsgleise 12 Kopfgleise ersetzen können. Vor allem, weil ja weiter noch viele Regionalbahnen dort ja auch enden sollen und nicht durchfahren sollen. Und dann sind ja trotzdem noch Gleise blockiert durch die Wendezeiten der Züge. Naja. Aber zum Beispiel zu Stunde 21 gibt es ja auch wunderbare Videos von ZDF-Format, die Anstalt, das Ganze satirisch und informativ aufgearbeitet haben möchte, das Ganze. Sehr empfehlenswert, zumindest von meiner Seite aus. Ich hab da auch schon, glaube ich, mal irgendwas von geguckt. Das war auch ganz witzig, ja. 56. Und aufpassen. Das Gute ist, dass bei 80 km/h kann man auch innerhalb von 300 Metern noch bremsen, wie wir es gerade eben gemacht haben, aber ich sollte natürlich trotzdem versuchen, etwas eher schon anzufangen zu bremsen und nicht aus dem letzten Moment zu merken, ups, da ist ein Haltepunkt. Weil ich mich über Durchgangsbahnhöfe aufrege. Genau, 56,5. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe die Stelle gefunden. Yay! Nächster Halt. Geisingen, Aulfingen. Dieser Zug hält nur bei Bedarf. Fahrgäste mit Haltewunsch, drücken bitte die Haltewunsch im Türbereich. Kannst du mir mal auf Discord schicken? Koordinaten? Komme ich dann an derselben Stelle raus, wenn ich die wieder eingebe? Kannst du mir aber auch einen Screenshot schicken? Serverfehler.
bitte versuchen Sie es später noch einmal. Oh, nee, da Koordinaten wären vielleicht doch sinnvoller. Eigentlich sollst du dann am selben Ort wieder rauskommen, wenn du dieselben Koordinaten eingibst. Das ist eigentlich der Sinn von Koordinaten. Ja, eigentlich. Ich dachte gerade schon, dass wir gar nicht angehen hier das. Oh ne, der Bahnübergang ist doch gesichert. So, hier steht so jemand am Bahnsteig, das heißt, ich müsste so oder so anhalten. So, kommen stärker die Eisen gehen. Aber doch, wir halten hier ganz gut. So, guck mal, wir haben es so gehalten, dass die zweite Tür direkt vor dem Herrn da ist. Also, Kundenservice hoch 10 ist das hier. Oha. Ja. Was haben wir jetzt angestellt? Alles verhauen. Ich bin eine Minute zu früh. Na gut, dann drehe ich jetzt mal eine Minute lang Däumchen. Ist mir auch egal. Ja, oder eine Minute lang Hebel drehen. Türen auf, Türen zu, Türen auf, Türen zu. Ich kann auch ganz Gas und Bremsen. Aktuell passiert ja nicht viel, weil die Türen sind offen und dadurch ist es eh blockiert. Apropos Gas und Bremsen. Ich habe dir vorhin irgendwie erzählt, dass ich endlich mal Software für mein Lenkrad noch runtergeladen habe. Das ist eigentlich ein PlayStation-Lenkrad, deshalb brauchte ich da für den Desktop nochmal eine extra Software, um alle Tasten und Funktionen nutzen zu können. Weil das Ding war, ich habe bisher Bausimulator, LS19 etc. habe ich zwar mit dem Lenkrad gespielt, aber ich konnte halt irgendwie so 5, 8 Tasten nicht benutzen. Unter anderem halt die mittlere Taste, die Gangschaltung, also die mittlere Taste halt für die Hupe so, ne? Was macht der denn für eine Geste? Was hat das für ein Opa? Und das Ding ist, jetzt wo ich das halt eingerichtet habe ordentlich, anscheinend war es auch so, dass das Pedal nicht ganz 100% durchgegeben hat. Das falsch kalibriert war. Das heißt, ich bin mit diesem orangenen Flitzer, heißt ja gleich Coupé, bin ich immer 160 gefahren und dachte, das wäre die Maximalgeschwindigkeit. Jetzt fahre ich aber 190. Weil das Pedal jetzt wirklich 100% gibt. Hoffe ich mal. So kann man auch sein Auto schieben. 30 km/h schneller. Oh shit, da war ein Baumschnau. Tja, aber ja, ich lenke vom Zufall ab. Tobi. Ich steck fest. Ja gut, sagt derjenige, der merkt, oh, da ist ein Haltepunkt. Zu 58,8. Jetzt kommt der Abschnitt, wo ein bisschen enger werden die Halte. Nicht, da ist auch schon Geisingenkirchen, danach kommt auch schon Geisingenhausen und dann kann man schon wieder an unseren Kollegen abgeben. Weil der Rest der Bahnstrecke ist immer ein Ding und das sind noch 2 Kilometer oder so, der ist nicht mehr dargestellt. Genauso wenig wie der Bahnhof Immendingen an sich, wo die Bahnstrecke dann hier auch endet. Nächster Halt, Geisingen-Kirchen. Ich glaube, der Bahnhof Immendingen wäre sich ein realistischer Fahrgäste mit Haltewunsch, drücken bitte die Haltewunsch-Tasten im Türbereich. Aber gut. Das ist, was der Typ von dort oben sagt. Ich weiß nicht, wie der Beruf eines Fahrplanentwicklers heißt. Fahrplaningenieur? Nee. Flugplaner? Ich weiß es gerade auch gar nicht, tatsächlich. Wie heißen die Leute, die Fahrpläne? Wäre so eine gute Frage. So, steht auch wieder jemand. Jetzt fahre ich natürlich sehr weit vor, auch wenn die Person eher hinten steht. Aber ich war als Fahrplanung, auch Fahrplankonstruktion oder Fahrplandarstellung bezeichnet man das Anfertigen von Nee, das ist ja gar nicht der Beruf. Das war aber sehr, sehr knapp am Ende der Bahnsteigkante hier. Gerade so. Kann man machen, sollte man aber nicht. So, ich habe schon eine halbe Minute Verfrühung. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Und dann alle einmal einsteigen. Wikipedia Artikel zur Fahrplanung. Aber ich finde es ja auch schön, 14 ist hier Abfahrt und in Geisingenhaus, aus 900 Meter entfernt, soll ich 3 Minuten später, also 10.17 Uhr ankommen.
Türwahlhebel falsch gehabt. Aber nee, jetzt verschließt die Tür doch. Oh Gott. Ein bisschen mit den Türen ist noch nicht ganz drin, ne? Ah ja. Aber wer zum Teufel braucht 3 Minuten für 900 Meter? Ich bin in 1 oder 2 Minuten dort. Boah, nicht in 3 Minuten. Da war jemand sehr, sehr gütig. Und großzügig aber der Stimme des Fahrplans. 900 Meter? Durch 180 Sekunden. Das sind 5 Meter pro Sekunde. Und das mal 3,6. 18 km/h. Habe ich richtig gerechnet? Nee, durch 3,6. Nee, mal. Durch. Durch wäre Quatsch. Mal. Das ist mal. So, und hier das Bahnübergangssignal. Das hat nicht gefruchtet. Das heißt, der Bahnübergang hier, der nächste, der hier direkt hinter Geisingenhausen, hat eine Bahnübergangsstörung. Er ist eigentlich mal bestätigt. Aber diese Bahnübergangsstörung werden wir nicht miterleben. Weil über diese Bahnübergang werden wir nicht mehr drüber fahren. Okay, also das, was ich jetzt bisher raus habe aus meiner Internetrecherche, ist, ich habe nicht wirklich einen Namen gefunden. Es gibt halt verschiedene Bezeichnungen dafür. Da wäre halt einmal Fahrplanerstellung, es gibt Fahrplankonstrukteur, es gibt einfach Fahrplaner. Ich bin dafür, dass wir diesen Beruf Fahrplankonstrukteur nennen. Wie auch immer. Aber wir sehen hier einen Bahnübergang mit offenen Schranken, der nicht schließt. Bahnübergangsstörung, aber die hatten wir schon mal in Folge 3, glaube. Da hatten wir auch eine Bahnübergangsstörung, wenn ich mich recht erinnere. Mit dem schriftlichen Befehl war das dann? Na. Erkennt man an dem schriftlichen Befehl auf dem Screenshot? Also, wenn auch ein schriftlicher Befehl, von dem ich schon wusste, dass er kommen wird, weil man aus Geisingen, weil man aus Blumberg-Zollhaus nur mit schriftlichen Befehlen die Richtung abfahren kann. Anders kommt man da gar nicht raus aus dem Bahnhof. Was halt eben keine Signale gibt. Das ist eine interessante Besonderheit hier. So, ich würde sagen, spule mal kurz noch ein Stückchen vor. So. Und dann sehen wir unser Ergebnis. 5-mal schlechter Fahrstil habe ich hier sogar zu ruppig angehalten, ne? Ah, okay, kann ich mir vorstellen. Durchschnittlich, maximal 1 Minute Verspätung, durchschnittlich 6-mal, also eigentlich nur 0 Minuten Verspätung, 6-mal Türfreigabe vergessen. Ich hatte die zwar immer offen, aber okay. Aber mit diesen Drehwahlschaltern hat Susi eh manchmal Probleme, dass sie es nicht ganz erkennt, dass jetzt die Tür offen ist oder nicht. Ergebnis von 43,8% und Bobby 0% Abzug V-Max-Überschreitung, wo ich sogar ein paar Mal so 2-3 km/h zu schnell war, kurz. Ja, okay. Wie kann ich da 0% Abzug haben? Also hier auf dem Diagramm sehen wir uns auch hier mal eine Spitze drüber. Ich sehe nur, dass deine Maus gerade zu einem Kreuz geworden ist. Ja, Tobi sieht das wie immer hier nicht, die Auswertung. Also hier war ich kurz mal zu schnell, hier war ich zu schnell, hier schon wieder zu schnell, hier war ich zu schnell. Hier war ich 1-2 km/h zu schnell, hier ebenso. Hier war ich nochmal zu schnell. Hier war ich mehrfach zu schnell. Wahrscheinlich, weil es da bergab ging leicht und ich mal abbremsen musste. Also ja. Wie ich da hier 0% Vmax-Abzug bekommen kann. Keine Ahnung. Aber wir haben 43,8%. Das ist eine der besten Auswertungen seit langem, würde ich sagen. Wenn ich eben irgendwas richtig hoch, also 80, 90 in einer der Folgen. Das kann mal sein. Ich merke mir das nicht, was wir alles hatten. Aber danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.